Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich, euch heute mitzunehmen ins Revier für Hunde, in die Hundetagesstätte. Heute sind ca. 45 Hunde in einer Gruppe und ihr seid live dabei, wenn jetzt der nächste Hund reinkommt. Also, los geht's. Bitteschön. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Andreas. Morgen. Monte ist in freudiger Erwartungshaltung und möchte unbedingt in die Hundetagesstätte. Aber Nicole zeigt ihm gerade, dass er auch abwarten soll. Es ist ja immer sinnvoll, dass wenn die Hunde hier hinkommen, hier rein wollen und nicht raus wollen. Wenn es andersrum wäre, wäre es schlecht. Okay? Tschüss, Nicole. Tschüss. Tschüss. Ja, das scheint ein guter Tag für Monty zu werden. Ihr geht natürlich mit mir und der Lisa und dem Monty jetzt in die Gruppe rein. Kommt. So, Monty, komm rein. Hier vorne sammelt sich natürlich jetzt die gesamte Gruppe und empfängt immer wieder die neuen Hunde. Ist eine tolle Stimmung drin, ne? Also, merkt ihr? Hier ist Ruhe drin, aber hier ist natürlich auch Energie drin. Hier hat man manchmal so, ich nenne sie immer die Feuerleger, ne? Es gibt so Hunde, die stürmen mit Leidenschaft gerne auf die Wiese und dann ziehen die anderen Hunde mit dieser Energie mit. Ich möchte das nicht, dass diese Hunde die gesamte Gruppe anstecken. Und deswegen machen wir immer Pausen, bevor wir komplett durchgehen. Wie ihr seht, stehen wir schon wieder. Und jetzt gehen wir wieder ein Stück. Hier ist zum Beispiel so ein Feuerleger dabei. Da vorne ist er, der Lucky. Der da. Und das ist der Jack Russell. Und der ist dafür bekannt, dass er hier immer Feuer legt, wenn man auf die Wiese geht. Deshalb muss man ihn im Blick haben. So geht man gesittet mit ca. 35 Hunden auf eine Wiese. Also man kann auch mit vielen Hunden ganz ruhig spazieren gehen. Ah! Ist das schön? Ich liebe diese Energie. Wenn man unter Hunden ist, wenn man in Hunden baden kann, kennt ihr das? Jetzt kommt der nächste Hund in die Hundetagesstätte und Lisa ist schon auf dem Weg zum Tor. Guten Morgen. Morgen. Ich finde es immer toll, dass die Hunde sich so freuen, wenn die hier hinkommen. Es wäre ja viel, viel schlimmer, wenn die Besitzerin sich jetzt verabschieden würde und der Hund guckt gar nicht mehr nach ihr. Also so ist es ja genau richtig, ne? Schaut, der Hund möchte also nicht hinten zum Tor raus, sondern er möchte hier rein. Und ich mache ihm jetzt mal, darf ich die Türe aufmachen? Ja. Eiko, hallo Schatz, super. Tschüss, danke. Cool, oder? Wie er sich freut. Ey, da kommt schon der Nächste, aber wir müssen den erst reinbringen und dann holen wir den Nächsten rein. Okay. Ja, Hutatag! Die ganze Mannschaft wartet schon wieder. So, und jetzt benehmt ihr euch aber hier, ne? Das ist der Eiko. So, lassen wir den Eiko rein. Bitteschön. Das gleiche in grün, genau wie eben bei Monty, ne? Wir gehen ruhig in die Gruppe. Und die Hunde sollen eben lernen und wissen, dass es hier auch Regeln gibt. Allerdings hat die Lisa und ich jetzt auch mit der Lisa gemeinsam, wir haben immer einen Blick auf die Hunde und wir schauen immer, dass die hier gut durch den Tag kommen. Aber was erzähle ich so viel? Wir müssen den nächsten Hund reinholen. Kommt. Jetzt kommt der nächste Hund in die Hundetagesstätte. Dina heißt er oder sie. Und Lisa hat mir gesagt, das ist jetzt eher ein Hund, der sehr schüchtern oder vielmehr auch schon sehr ängstlich ist. Und der wird jetzt an der Leine zu den Hunden gebracht. Also, aber ihr seid mit dabei. Lisa, bitteschön. Guten Morgen. Morgen. Komm, Dina, komm. Ah. Tschüss. Ah, Dina. Hi, Mädchen. Ganz anderer Hund, ne? Seht ihr? Wenn ihr eben noch Monty gesehen habt,
Und jetzt die Dina. Dina ist eher verhalten. Sie guckt jetzt schon mehr, wo ist mein Frauchen? Okay, auf geht's. In die Huta. Ach, das klappt aber trotzdem gut, ne? Die Dina wird also jetzt an der Leine mit zu den Hunden reingenommen. Das ist auch mal ganz interessant, ne? Jetzt steht hier so ein ganzer Pulk Hunde. Und die Dina ist ja, wie gesagt, eine eher schüchterne. Aber schaut mal, sie hat jetzt, leider haben wir das nicht aufgenommen. Sie hat jetzt gerade mit der Rute so ein bisschen gewedelt, als sie den Kontakt mit den Hunden aufgenommen hat. Und jetzt wird es Zeit, mit der Dina in die Gruppe zu gehen, weil da klingelt es schon. Lisa, geh ruhig ans Telefon, da kommt der nächste Hund. Ihr seht, hier ist richtig was los. Okay, auf geht's. Super. Jetzt wird die Dame abgeleint. Ihr seht ja, sie ist ja eher so eine ganz schüchterne, aber die Hunde empfangen sie jetzt, ne? Da, sie fängt auch schon an zu kommunizieren. Seht ihr? Jetzt geht sie zum Tor, weil sie ist halt ja eher so ein Hund, der auch zwischendurch immer mal wieder guckt, wo ist die Mama. Aber wenn wir uns jetzt mal in Richtung Wiese bewegen, dann klappt das schon. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Also auch bei ängstlichen Hunden bitte, bitte nicht sofort verzweifeln und dann irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, oh, also mein Hund hat jetzt ein Problem mit Artgenossen und deshalb kann ich den jetzt nicht mehr mit anderen Hunden zusammenlassen. Nein, das sehe ich komplett anders, weil sie entfaltet sich jetzt da hinten schon. Würde man ihr jetzt nachkommen und sagen, ach ja, sie wollte ja jetzt auch wieder schnell zu ihrer Hundebesitzerin, dann würde man dem Hund das verwehren, nämlich die Kommunikation mit Hunden. Hey Mädchen, ja, das ist eine Kamera, Schatz. Das ist aber neu. Hallo Maus, hallo, du bist eine Süße, du. Okay, wir holen den nächsten Hund rein. Lisa, komm. So, alle Hunde sind jetzt da. Es ist 10 Uhr und die Annahmezeit ist beendet. Wir gehen jetzt gemeinsam mit euch auf die Wiese und werden mal in Hunden baden. Also, kommt. Ach, schaut mal, da ist doch unsere ängstliche Hündin mit dem Monty. Der Monty ist mit ihr in der Kommunikation. Oh, jetzt hat er sie dazu angeregt, mal mit auf die Wiese zu laufen. Hey, da klingelt es nochmal. Da kommt doch noch ein Hund. Gerade hat es ja nochmal geklingelt und wir dachten, es käme ein Hund, aber es war der Schornsteinfeger. Der ist jetzt schon auf dem Dach, aber jetzt kommt noch jemand rein, nämlich die Sarah, eine Mitarbeiterin mit ihrer Hündin Biscuit. Und Biscuit kommt natürlich auch in die Hundetagesstätte. Also lassen wir mal die Sarah rein. Sarah! Morgen! Sarah hat natürlich einen Schlüssel, ich muss sie nicht reinlassen, aber ich öffne natürlich die Türe. Guten Morgen. So, jetzt sind wir komplett. Die Biscuit geht noch mit der Sarah jetzt in die Gruppe rein. Bitte schön, ihr kommt mit. Jetzt kommt hier gerade so ein bisschen Stimmung rein. Die Sarah geht jetzt erstmal rein, setzt mal ihren Rucksack ab, legt die Leine hin und kommt hier erstmal an. Ich finde es enorm wichtig, dass die Hunde lernen, immer wieder neu lernen, dass selbst wenn so eine Stimmung hier in der Bude ist, dass sie lernen, wieder in die Ruhe zu kommen. Und wer ist dafür verantwortlich? Wir. Wir Menschen geben immer vor, wie die Hunde drauf sind. Die ganze Gruppe sammelt sich jetzt hier. Und jetzt können wir langsam auf die Wiese gehen. Und gehen einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nach. Hundebaden. In Hundenbaden. Da wird sie schon begrüßt. Ich bin übrigens total stolz auf mein Team. Auf alle, die hier arbeiten. Ja. Jetzt kommt ihr mit mir, der Sarah und der Lisa aufs Trampolin und wir baden jetzt in Hunden. Komm! Nein! Langsam, langsam, langsam. Oh meine Güte! Cookie! Ja, das ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, in Hunden baden. Und diese Energie, die die Hunde uns geben, die geben wir dann wieder weiter. An die Hunde und an die Menschen. Ach, ist das schön. Was für ein Leben.
So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in die Hundetagesstätte Revier für Hunde und ihr konntet live miterleben, wie einige Hunde hier neu in die Gruppe gekommen sind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch einfach hier unten auf den Button und begleitet mich weiterhin auf meinem Kanal. Da sind immer wieder spannende Mensch-Hund-Geschichten und Hundegeschichten zu sehen und ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!